Hallo zusammen und willkommen zurück zu City Skylines. Weiter geht's hier und heute werden wir diese Insel bevölkern. Hört sich eigentlich ganz cool an. Ich bin ein bisschen hergegangen, habe ein paar Wege gebaut, noch ein paar Straßen angelegt und eigentlich sieht's ganz cool aus. Ich denke mal, wenn hier drauf sich was entwickelt, wird es komplett anders aussehen. Und wie man sehen kann, sind hier wirklich sehr, sehr viele Wege zwischendurch, weil ihr müsst wissen, die Sims, nennen wir sie jetzt einfach mal so, die laufen auch sehr viel. Und das ist halt so das Geheimnis, dass man dann auch relativ viele Wege hat. Fahrradwege sind auch dazwischen immer oder Fahrradhauptwege. Fahrradhauptwege? Ja, Fahrradwege. Fahrradfahrwege. Und ich habe auch stellenweise immer so genau hinter den Gebieten so den Weg gebaut. Ja, genau, passt hier auch. Das ist von der Seite aus, deswegen ist hier einer mehr. So, und mal sehen. So, wir brauchen Wohngebiete, Gewerbegebiete. Ich würde auch ganz gerne hier solche... Wo sind sie? Ja, Bürogebiete und Wohngebiete. So, die brauchen wir nämlich bauen. Und dann mal gucken, was da rauskommt. Wohngebiete wollte ich halt immer im hinteren Bereich bauen, wo halt die Straßen jetzt, also wo die dicke Straße noch nicht ist. Und dann gucken wir mal, was halt noch fehlt. Weil hier fehlt es also noch ein bisschen an Parks. U-Bahn müsste noch angeschlossen werden. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt alles so ein bisschen gleichzeitig. U-Bahn anschließen und währenddessen lassen wir die Leute einziehen. Ich werde aber dann nicht auf volle Lutsche laufen lassen, weil wir wollen ja gucken, wie sich so langsam entwickelt. Und dann werden wir hier einfach mal so machen. Warte. Auf Play. Und wir werden jetzt einmal die U-Bahn anschließen. Denn wir haben natürlich hier noch eine wunderschöne U-Bahn. Da. So, wahrscheinlich eh nachher nochmal irgendwie umbauen oder so. So ist ja geil. Na komm, machen wir so. Und den dann darüber. So. Du musst eine neue Linie anlegen, Linienübersicht. Oder schaffe ich es diesmal, die zu bearbeiten? Passagiere, sehr, sehr wenig eigentlich noch. Die macht auch noch Minus ohne Ende. Aber ist kein Problem. Sollte eigentlich funktionieren. So, Linienübersicht haben wir hier. Mach Linie 1. Jetzt macht doch was. Kann ich das Fenster nicht verschieben? Anscheinend nicht. Machen wir kurz mal Linie löschen. Ah ne, hier das Tool hätte ich nehmen müssen. Ach man, ich bin so ein Blödmann manchmal. Okay, fangen wir an. Zack. Oh, One ist ein... Ah ne, da ist eine Richtlinie drauf. Ich dachte, es hätte ein Problem. Wegen dem Ausrufungszeichen. Und wir fahren zurück. Gerade aus dem neuen Wohngebiet. Wenn alles klappt, sollten da richtig viele Leute wohnen. So, U-Bahn steht... Alter, ist ja mal eben aus dem Boden geschossen ohne Ende. So, diese Insel verfügt über ein Gesundheitssystem. Machen, glaube ich, alles an die Hauptstraße dran, oder? Oder eher so an so eine Nebenstraße. Ich glaube, Hauptstraße ist besser. Obwohl, wird nicht alles abgedeckt. Wir müssen hier noch nachher so ein paar Querstraßen machen. Ah, ich sehe gerade, hier ist nicht so sonderlich viel los. Wir machen mal so. Und eine Querstraße rüber mit Fahrradwegen. Hier, guck mal. Genau, man könnte es theoretisch... Warte. Genau, hier so durch. So, dann verteilt sich das Ganze ein bisschen. Das ist aber jetzt nur ein Grünstreifen, ne? Mein Gott, ich check die Straßen einfach nicht, ne? So, dann gehen wir nochmal hier hin. Vom Parkhaus gehen wir dann dahin. Alter. Können wir da alles wieder wegmachen, diese tollen Stromkabel, ne? So, das war die Arztpraxis. Nicht genügend Strom, hat genügend Strom. Was brauchen wir denn noch? Feuerwehr am Start. Ah, genau, da unten muss noch eine Straße hin. Also hier am besten, damit wir den Bereich auch noch kriegen. Weil der Weg ist einfach zu lang. Weil wenn man mal guckt von hier aus, so, ist zu weit. Deswegen, da muss man halt ein bisschen gucken. Ich glaube, da mache ich aber echt eine unterirdische jetzt. Wird bestimmt geil. Ist das mit Fahrrad? Ich hoffe. Das war so cool. Ist das mit Fahrrad oder nicht, Junge? Ah! Okay, warte. Komm, wir... Das ist aber geil eigentlich. Wir machen jetzt so. Der... Lafayette-Tunnel.
Ja, komm, machen wir so. Es war ein bisschen steil jetzt an sich, aber ist trotzdem ganz cool. Und einfacher wäre es, glaube ich, gewesen, den Weg rüberfahren zu lassen. Aber ich möchte hier einen Tunnel haben. Wir wollen ja auch ein bisschen Abwechslung im Stadtbild haben. Und wenn da halt so ein krasser Weg ist, dann macht die Stadtplanung da bestimmt einen Tunnel drunter. Ey, das ist jetzt wieder so eine. Ah. Guck mal, geht einfach nicht. Man kann es nicht mehr. So. Oh, der war knapp, Alter. Der war knapp. Okay, läuft. Sollte es auf jeden Fall besser gehen, wenn wir jetzt Feuerwehr nehmen. Ah, guck mal, kommen wir zumindest ein bisschen weiter mit der Straßenführung. Oder man macht nachher sowas hier hin. Boah. Abo. Genau, wir nehmen, glaube ich, mal die dicken. Boah, hätte ich jetzt voll Bock drauf. Feuerwehr und Polizei. Ja, die sind so teuer im Unterhalt, ne? Guck mal, selbst die finden das geil. Top. Dann können wir hier auch direkt mal hier fettes Krankenhaus dran machen. Boah, ist aber echt fett. Ich glaube, das mache ich hier hin. Ja, geht sogar bis hinten hin. Bis zur Ecke. Geil. Krankenhaus steht. Hinten könnte man eventuell noch ein paar Bäumchen dran machen oder einen Weg, whatever, und einen Platz. So, Polizei ist da. Da hinten, die haben keinen Strom. Müssen wir jetzt noch einmal hier rüberziehen. Ist auch mal cool hier, ne? Hä? Was? Nein, es hat ja den Weg weggemalt. Ich hasse ihn. Hier war noch ein Weg zwischen. Manno! Müssen wir später nochmal neu legen. Werden wir eh vergessen, passt schon. So, jetzt geht's hier weiter mit ein paar Wohngebieten. Guck mal, die graden sich direkt ab, weil die sehen, ah, Bürgermeister ist am Start. Und wir müssen eigentlich den Weg hier mal bestreichen, damit der nämlich jeder Stromkabel wegmachen kann. Ist natürlich blöd jetzt, weil dann muss ich gleich wieder alles neu bauen. Oh, stopp! Die vorderen bitte nicht, nur die hinteren. Wie gesagt, hier vorne ist ja die Hauptstraße, da möchte ich halt nichts anderes dran haben. So. Ein paar Parks in der Mitte noch. Also ein paar normale. Übrigens habe ich hier den Park nochmal weitergebaut. Zumindest mal ein paar Bäume hin und das Affenhaus. Gucken wir mal, was da noch passiert. Geiles Affenhaus am Start. Genau, die haben gar keinen Park oder gar keinen Park hier in der Ecke. Japanischer Garten. Hi. Hier so. Da kann man da einen hinmachen. Parkplätze kann man natürlich auch irgendwo sehen oder packen. Karussellpark. Ja, wir machen das aber hier hinten immer dran. Dann brauchen wir hier wahrscheinlich noch eine Schule. Müllabfuhr in der Ecke. Genau, Grundschule muss auf jeden Fall hier hin. Und hier an dem Weg. Oberschule ist gut. Universität haben wir halt gar nicht. Aber berechtigt wären auf jeden Fall ein paar Leute. Ich glaube, das machen wir dann. Boah, können wir das hier hinsetzen? Ah, ist wahrscheinlich dann so ein bisschen im Weg, ne? Oder hier. Machen wir dahin. Jetzt wird auch mal die U-Bahn benutzt, hoffentlich. Boah, ist jetzt mega teuer. Jetzt sind wir nur noch vier. Wir erinnern uns, wir waren, glaube ich, letztes Mal 20.000 im Plus. Mittlerweile nur noch vier. Aber es fehlt auch noch an Einwohnern auf der Insel hier. So. Ist aber auch geil, muss man sagen, ne? Also mir gefällt die Insel bisher sehr, sehr gut. Postamt noch vielleicht. Das wäre dann, glaube ich, bei hier. Na, ist wohl mit drin. Aber ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen hier auf jeden Fall noch ein. Ah, ne, ist gar nicht mit drin. Ist ja nur da drin, wo es grün ist. Und hier ist gar nichts grün. So, ein paar ganz normale Gewerbesachen in der Mitte. Und natürlich hochwachsende Gewerbesachen in der Mitte. So, andere Seite genauso. Ich guck gleich mal, wo ich wieder ein paar Stromkabel entfernen kann. Ist mir besonders wichtig. Ich hasse Stromkabel. Zack. Und ja, eigentlich kann man hier noch machen.
So, dahinter kommt dann vielleicht eine Bürozeile und dann machen wir die Wohnhäuser. So, wo haben wir denn Strom? Strom muss weg. Na, hat sich noch nichts verbunden. Genau, und jetzt können wir hier wieder auskleistern. Grün, grün, grün. Die machen wir weg, die sind noch hinten. Und genau, dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Und Play. Boah, ich bin auch so gespannt, was da gleich an Traffic ist. Weil ich sehe auch schon einen Fahrradfahrer. Da ist zum Beispiel einer. Katie Williams, Besitzer, Wohnort. Die fährt quasi von hier, Alter, bis zu der Garage, um dann wahrscheinlich zur Oberschule zu laufen. Gucken wir mal ganz kurz. Na, das meine ich, die nehmen immer sehr, sehr lange Wege auf sich. Ah, okay. Steigt vom Fahrrad ab, um dann da reinzugehen. Kommt die jetzt mit dem Auto wieder raus oder ist die weg? Scheiß, die weg. Die wollte ja echt nur hin. Okay. Zack. Ja, okay. Vielleicht, manche wollen vielleicht einfach nur ins Parkhaus, weil es cool ist. Weiß man jetzt nicht so ganz, ne? Genau. Gewerbegebiete brauchen wir auch noch. Guck mal, jetzt sind wir schon hier mit dem Strom. Jetzt müssen wir noch irgendwo hier rüberkommen. Gegenüber vom Krankenhaus kommen Bürogebiete hin. Ja. Genau, die wollte ich ja sowieso hier zwischen haben noch. Ich glaube zwar nicht, dass das hier reicht an der Stelle. Da haben wir die. Gewerbegebiete bis hierhin. Oh, aber guck mal, der Hunger wird gestillt hier von den Balken. Endlich mal nach Tagen. Nach Tagen Ignoranz haben wir endlich mal da was weg. Oh ne, warte mal, die haben gar keinen Strom da drüben. Ne, müssen wir noch einmal rüberziehen. Vorne, die haben Strom. Ja, guck mal, jetzt kann ich hier nochmal den Rest machen. Und da noch und auf der anderen Seite auch. Und hier hinter kommen jetzt wieder Wohngebiete. So. Jetzt lassen wir die mal ganz kurz wachsen. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen schneller oder wir warten. Ich habe halt sehr, sehr viele Wohngebiete gemacht. Oder Fußwege, besser gesagt, in die Wohngebiete rein, so rum. Hier fehlt es echt noch. Aber warum denn? 11.000 plus wieder läuft. Frag mich nur, an was es hier hat. Ich glaube, an Arbeitsplätzen noch ein bisschen, ne? An Industrie. Industrie haben wir ja gar nicht mehr. Industrie würde ich ganz gerne auch hier hinbauen. Da ist, glaube ich, Agrar ganz gut. Und das ist ja nicht so mega verschmutzend. Ah, guck mal, Fahrräder sind aber echt krass hier gerade. Also so drei Stück. So, sagt die U-Bahn. 91 Passagiere. Und zur Universität. 9. Top. Obwohl da 235 drin studieren. Können wir erhöhen mal kurz die Geschwindigkeit. Ding, 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 ding. Komm, jetzt hauen wir mal raus. Jetzt geht ab. Da wohnen aber mal so richtig viele Leute. Oh lol, warum wohnen denn hier Leute? Tschüss. Da wohnt keiner mehr. Da ist dann wahrscheinlich kein Strom mehr in der anderen Ecke. Oh. Da. Stimmt, voll vertan gerade. Ärgerlich. Ey, hier muss unbedingt einer einziehen. Ah, ne, die haben Strom. Nice.
So, jetzt können wir hier den Weg noch bauen, der gerade weggehauen wurde. Zum Glück noch dran gedacht. Und wie man hört, sind die Wege auch sehr gut angenommen gerade. Nicht die Wege, sondern das Gebiet. Immer dieses Ding, die Ding, Ding. Das ist quasi immer, wenn ein Level up kommt hier. So, was ist hier los? Ah, bilden Sie Bürger aus dem Stufen, okay. So, und 28. Alter. Dafür brauchen wir Schulen. Boah, die Grundschule ist nahezu voll. Komm, machen wir hier noch eine Freischule rein. Die ist ein bisschen größer. Ein bisschen mehr Bildung für die Leute und, bildende Künste. Ich glaube, hier vorne machen wir auch noch eine hin. Das ist echt viel da hinten, ne? Jo. Vor allen Dingen haben wir hier vorne eine U-Bahn-Haltestelle und dann ist es gar nicht so weit bis zu der Schule. Und vor allen Dingen, achte mal bitte auf die Laufwege. Die sind echt der Wahnsinn. Jede Stadt sollte über unglaublich viele Laufwege in... Boah, das ist ja mal mega geil. Guck mal, wie krass die Stadt einfach hochgegangen ist jetzt schon, ne? Und hier fahren auch schon so viele ab. Und während wir hier noch keinen dicken Kreisverkehr haben, machen wir mal ganz was sehen hier. Das müssten hier theoretisch auch Autos abfahren. Wenn sie checken. Also das Problem ist halt immer, die kommen hier raus und haben dann ihren Punkt getriggert, wo die herfahren. Wenn in der Zeit eine neue Straße gebaut wird, wenn die schon draußen sind, kriegen die das nicht mit. Das kriegen erst die mit, die neu rausfahren. Und die fahren dann quasi hier drauf und fahren dann entlang. Und fahren dann hier fett in die Stadt rein. Das ist ja mal mega geil. So, wir brauchen mehr Gewerbegebiete. Wie einfach in den Bürogebieten keiner mehr ist. Wir machen jetzt hier so einen ganzen Block Gewerbegebiet. Direkt hier an dem Parkhaus. Und daneben machen wir noch ein paar Wohngebiete. Ich meine, ich finde es gar nicht so schlecht, so voll fett in der Stadt zu wohnen. Gerade wohne ich ja so ein bisschen außerhalb. Also nicht ganz außerhalb, wohne immer noch in Essen, ist halt immer noch eine Großstadt. Aber für Essen wohne ich schon nicht mehr ganz drin. So. Brauchen wir denn noch Parks? Auf der Seite brauchen wir... Oh, und ich sehe gerade ganz viele Friedhöfe. Einen Friedhof bräuchten wir noch. Geht das bei 13.000? Das wäre mal sinnig, ey. Krematorium. Yoga-Garten. Ja, warum nicht? Das ist aber mehr, um die Gesundheit der Leute abzugraden, ne? Jetzt nicht um... Was anderes. Ja, Alter, da gehen ja drei Gebäude kaputt. Das ist ein bisschen blöd. Da geht der Gehweg kaputt. Ich möchte nicht so viel kaputt machen. Muss dann, wenn, hier unten hin. Aber dann habe ich den Radius nicht gut aus... Guck mal, hier perfekt. Und noch ein Park hier oben hin. Ein Tropengarten. Der ist aber echt klein, ne? Im Radius. Aber richtig. Ich mach den mal hier hin, dass man den auch mit... Kein Bau auf Wasser möglich. Alles klar. Nee, ja, weil der so sandig war, ne? Anglerinsel, top. Ich finde das immer so verschenkter Raum, wenn das nur halt draußen ist. Abo! Passt der mal richtig gut rein. Und hier oben noch einen normalen. Passt nicht. Ah, hier, guck mal, da passt. So, wir brauchen gar nicht mehr so viele. 1000 Leute brauchen wir noch. Dann haben wir die nächste Stufe und dann geht's weiter ab. Aber die Stadt ist schon, oder die Insel ist auf jeden Fall schon gut. Und wir sehen die ersten Probleme. Das finde ich halt immer so gut. Man muss halt gucken, oder man muss erst bauen, sieht dann die Probleme und muss dann versuchen, die zu lösen. Boah, ploppen die da alle raus. Alter. Wie so ein Haufen Ameisen, ne? Aber die behindern eigentlich so gut wie gar nicht den Verkehr. Das ist gut.
Die behindern sich nur hier gegenseitig. Da wollen so viele abbiegen. Aber warum, Junge? Oh, warte mal, ich glaube, den kann ich wegmachen. Und kann dann hier nochmal einen dran setzen. Ach, einsam Minigeschäft, alles klar. Boah, da ist ein Platz frei geworden, geil. Und dann machen wir zweispurige Straße. Da ist Krematorium. Wasseraufbereitungsanlage. Sauber. Brauchen wir aber gar nicht mehr. Wir lassen das jetzt woanders hergehen. Ah! Was war das denn, Alter? Ich meine, das ist gut, dass die Fußwege braucht man ja an der Stelle dann nicht mehr unbedingt, weil die ist ja im Bürgersteig dran. So, was ist hier mit dieser geilen Kreuzung los? Ja, da fahren echt viele, ne? Ich muss mir die mal ein bisschen genauer angucken. Ja, zumindest fahren jetzt auch mal welche hierher, das ist gut. Das ist das, wenn man keine, keine Ampeln hat. An manchen Stellen machen Ampeln Sinn, aber an sich finde ich ohne Ampeln besser. Ich glaube, hier könnte man fast sogar schon einen Kreisverkehr reinbauen. Alles wegballern und einen Kreisverkehr hier machen. Und ein Recycling-Center. Wir sind wieder bei 11.000 plus. Also wir haben mehr Einwohner, aber genauso viel Gewinn. Recycling-Center, wo bist du? Da war es doch. Large Recycling-Center. Sehr laut findet der Zoo nicht so gut. Aber gut, ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Nächstes Mal werden wir die Insel weiter ausbauen und werden dann gucken, was es für Probleme auf dieser kleinen Insel gibt, um die dann so ein bisschen zu perfektionieren, um dann zur nächsten Insel zu springen. Schreibt ganz gerne rein, wie ihr die Insel findet. Für den Anfang und bis zum nächsten Part. Tschüss!